Linde ist ein globaler Technologieanbieter von kombinierten AV- und IT-Konnektivitätslösungen und beständiger Partner dieser Industrie. Das Familienunternehmen ist in nahezu 90 Ländern mit 15 Vertriebs- und Service-Niederlassungen präsent. Die zukunftsweisenden Connectivity-Lösungen werden genutzt, um analoge und digitale Signale vielfältig zu verbinden, zu verteilen, zu wandeln und die Grenzen maximal möglicher Übertragungsstrecken zu erweitern. 1932 legte Kurt Lindenberg in Breslau den Grundstein für Linde. Den heutigen Standort in Mannheim hat der Elektrogroßhändler dann 1948 bezogen. Anfangs enthielt das Produktportfolio hauptsächlich Haushaltsgeräte. Doch man passte die Produktionspalette ständig den Erfordernissen des Marktes an. Heute wird der Familienbetrieb von den Brüdern Jürgen und Peter Lindenberg geführt. Die Enkel von Kurt Lindenberg. Beide erinnern sich. War ein sehr strenger Mensch. Nicht einfach. Hat sich aber doch immer auch um seine Enkel gekümmert. Ja, vor allen Dingen um seine beiden Großen, also mein Cousin und mich. Wir sind die beiden Ältesten. Was ich immer hoch anrechne, ist, dass er, obwohl er Geschäftsmann war, also jemand, der durchaus was darstellen konnte, während der Nazi-Zeit und im Zweiten Weltkrieg den Kopf ganz tief unten gehalten hat. Er war Fahrer eines Generals. Ja, er hätte sicher viel mehr machen können, aber er wollte nicht. Und mein Großvater, der war ein Zigarrenraucher und er hatte immer die Zigarre, die allerdings meistens nicht an war, sondern auf dem Aschenbecher lag, und er hatte immer eine Tasse schwarzen Kaffee. Und lustigerweise war er von meinen vier Großeltern derjenige, der mit Abstand am längsten gelebt hat. Ja. Naja, 1932 war das Jahr vor der Machtergreifung der Nazis. Die haben ja 1933 die Macht ergriffen. Muss man immer wieder betonen, weil Leute, die sich in der Geschichte nicht so genau auskennen, es wurden ja dann nach der Machtergreifung viele existierende Firmen aus jüdischer in arische Hände gegeben. Das war nicht der Fall. Mein Großvater hat ein Jahr vorher seine eigene Firma gegründet. Er musste dann gleich 1939 auch einrücken, wurde Fahrer eines Offiziers. Und meine Großmutter hat noch so bis 1942 die Firma weitergeführt, solange sie nur Ware bekommen hat, und hat dann einfach den Betrieb eingestellt. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte Unternehmensgründer Kurt Lindenberg Elektrohaushaltsgeräte verkauft. Da damals viele Ortschaften noch nicht mit Elektrizität ausgestattet waren, zählten zu seinen größten Verkaufserfolgen unter anderem der Verkauf von Öllampen. 1945, nach dem Krieg, flüchtete Kurt Lindenberg mit seiner Frau Cecilie und seinen drei Kindern von Breslau erst nach Stuttgart und später zogen sie nach Mannheim. Denn bei der Firma Grätz war der dortige Handelsvertreter aus dem Krieg nicht wieder heimgekehrt. So wurde Kurt Lindenberg der neue Handelsvertreter von Grätz. Der hat sich dann gemeldet bei der Firma Grätz nach dem Krieg, auch nicht gleich. Und hat gesagt, hey, mich gibt's noch. Habt ihr irgendwas für mich, wo ich wieder die Arbeit aufnehmen kann? Und da haben die gesagt, ja, in Mannheim und Stuttgart ist der Kollege, der dafür zuständig war, für den Bereich, nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen. Du kannst es übernehmen. Also er hat damit eben auch angefangen, Produkte zu suchen, die mit einem Service-Gedanken für die Kunden da zu sein, sich um die zu kümmern und gleichzeitig immer weiter zu suchen nach Produkten, die sowohl innovativ als auch von den Kunden gefragt sind. Und hat halt angefangen, Radiogeräte und dann die ersten Fernseher in den 50er Jahren zu verkaufen. Wobei mein Vater, und da ist dann bei der Währungsreform 1949, ist der Buchhalter mit der Kasse durchgegangen. Und da hat mein Großvater, dann mein Vater, der kurz vorm Abitur stand, angerufen, hat gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich muss die Firma zumachen oder du kommst und hilfst mir. Dann hat mein Vater die Schule geschmissen, ohne Schulabschluss, ist dann nach Mannheim gekommen,
Damals noch haben sie noch in Stuttgart gewohnt. Ich bin dann nach Mannheim gekommen, hat meinem Großvater geholfen und hat das praktisch bis zu seinem Lebensende getan. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie in den Boomjahren der 50er Jahre, wo dann viele Radios und dann später auch Fernsehgeräte verkauft wurden, nicht verkauft, sondern verteilt haben. Das heißt, da kamen Kunden und haben meinem Vater und meinem Großvater Fresskörper auf den Schreibtisch gestellt, damit sie zuerst beliefert werden. Also die Kunden haben quasi die Lieferanten bestochen. Wenn du was hast, gib's mir zuerst. Ja. Also heutzutage ist ja umgekehrt, da rennt man den Kunden hinterher. Und da sind aber die Käufer den Verkäufern hinterher gerannt, weil einfach alles knapp war. Die Firma profitierte vom wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit. Im Unternehmen wurde jede Hand gebraucht. Und so arbeitete nun Klaus Lindenberg, der Sohn von Kurt Lindenberg und Vater von Jürgen und Peter Lindenberg, fortan bei seinem Vater mit. Als ältester von drei Geschwistern wusste er zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er irgendwann die Firma übernehmen sollte und damit sein einstiger Berufswunsch, Architekt zu werden, in weite Ferne gerückt war. Denn die Nachfrage war enorm. Allerdings hatte er es zuweilen auch nicht leicht unter der strengen Hand seines Vaters. Ja, mein Vater hatte eine andere Persönlichkeit. Im Großen und Ganzen hat er eine andere Persönlichkeit als mein Großvater. Er wurde ziemlich hart angefasst von meinem Großvater. Der hat ihm also nichts geschenkt. Im Guten. Ja. Und mein Vater war ein etwas weicherer Mensch, der aber sehr hartnäckig sein konnte, wenn es sein musste. Ich erinnere mich da an einen Flug auf die Isle of Man, das ist eine Insel zwischen Irland und England, wo wir mal eine Ferienwohnung hatten. Und aus irgendwelchen Wettergründen konnten wir nicht nach London und dann weiterfliegen, sondern er hat dann einen Flug organisiert mit Zwischenlandung in Brüssel nach Dublin. Die hat gesagt, also Sie können bis Brüssel weiterfliegen, dann müssen Sie aussteigen und wenn noch Platz ist, dürfen Sie wieder einsteigen und weiterfliegen. Mein Vater hat gesagt, ja, das machen wir. Wir haben uns ins Flugzeug gesetzt mit dem Vater und dann landete das Flugzeug in Brüssel und dann kam der Steward und hat gesagt, so, Sie müssen jetzt aussteigen und warten. Und mein Vater hat gesagt, nö. Ich habe gesagt, wie nö? Er hat gesagt, nö, ich bleib hier sitzen. Und dann hat er gesagt, ja, da müssen wir sie raustragen. Dann hat mein Vater gesagt, dann tragen Sie mich raus. Ja. Mit meinen Kindern und meiner Familie. Und dann ist er ab, hat eine Weile darum mit irgendwelchen Leuten kommuniziert, der Steward. Und dann kam er wieder und hat gesagt, okay, Sie können sitzen bleiben. Ja, der Vater, der war eigentlich, also ich muss sagen, ich habe sehr positive, eigentlich nur positive Erinnerungen. Er war ein sehr gütiger Mensch, der sich auch ein lebensfroher Mensch, der auch dem viel an der Familie lag, natürlich sehr viel am Unternehmen, auch an den Mitarbeitern. Ich kann nur beispielhaft sagen, als er schon nicht mehr aktiv in der Firma war und die Firma natürlich viel mehr Mitarbeiter hatte als in seiner Anfangszeit und dann zum Beispiel Mitarbeiter gegangen sind, da hat er meinen Bruder und mich mal gefragt, was ist denn los? Weil das für ihn einfach, also in seiner Zeit war das einfach so, dass die Mitarbeiter praktisch ihr Leben lang bei der Firma gearbeitet haben. Aber eine Story, die ich nicht vergessen werde, obwohl ich da dabei war und an die ich mich immer gerne erinnere, war, dass er Anfang der 70er Jahre, da hatte er schon Geschäftsbeziehungen nach Japan. Und dann hat er auch einmal unsere Mutter mitgenommen und damals war Japan noch eine sehr maskile, männerbezogene Gesellschaft.
Und die Firma, die er vertreten hat hier in Deutschland damals, die hat ihn eingeladen zum Abendessen. Und da war dann der große Chef von dieser japanischen Firma dabei. Und da wurde ihm dann unverblümt gesagt, dass meine Mutter da nicht mit teilnehmen konnte, weil das nur für Männer war. Und dann hat er an dem Abend nicht teilgenommen. Hat er gesagt, wenn meine Frau nicht kommen darf, komme ich auch nicht, sorry. Er wollte später dann mit mir auf keinen Fall so zusammenarbeiten, wie sein Vater mit ihm zusammengearbeitet hat. Ja. Das wollte er nicht, sondern er wollte etwas fürsorglicher, etwas, ja, nicht so hart. Hört sich jetzt so an, als ob das für einen Film gemacht werde, aber ich kann mich eigentlich an nichts Negatives erinnern. Also er war immer für uns da, immer für mich da auch und auch für seine Enkel. Er war also wirklich auch ein großer Familienmensch. Klaus Lindenberg hatte stets ein sehr gutes Gespür bewiesen, wenn es darum ging, zu verstehen, was die Kunden wollten. Der Wiederaufbau in der Nachkriegszeit und der rasant wachsende deutsche Markt machten den Verkauf von Radio- und Fernsehgeräten, aber auch das Zubehör für deren technische Instandhaltung kraft steigender Nachfrage lukrativ. Lötkolben beispielsweise verkauften sich wie geschnitten Brot. Als freier Handelsvertreter für die Firma Grätz arbeitete Lindenberg auf Provisionsbasis. Den größten Teil seiner Gewinne musste er abgeben. Die Wende kam dann mit den Tonabnehmernadeln für Plattenspieler. Er kaufte diese Produkte bei einer Firma in England ein. Doch es gab ein Problem. Die Firma, die die Nadeln verkaufte, hieß Stylus Supplies, abgekürzt SS. Eine Vermarktung mit einem solchen Markennamen war damit in Deutschland unmöglich. Zumal auch das ursprüngliche Logo eckig und kantig war. Zu stark erinnerte es an die Nazi-Diktatur. Doch Klaus Lindenberg hatte die zündende Idee, sie unter seinem Namen zu verkaufen. Er benutzte dafür den Spitznamen, den bis zum heutigen Tag alle Lindenbergs in der Schule hatten und haben. Lindy. Auf dem Schulhof wurden alle Lindenbergs schon immer Lindy gerufen. Auch der Udo Lindenberg von seinen Freunden wird Lindy gerufen. Das mit dem Y zu schreiben, damit es schön international aussieht. Geboren war die Idee, Produkte zu kaufen, die mit einem eigenen Markennamen zu versehen und dann auf dem Markt zu verkaufen, sodass man praktisch wie ein Hersteller auftritt, aber keiner ist, sondern ein Großhandel mit Eigenmarke. Hätten die ein Logo und eine Marke gehabt, die in Deutschland kein Problem gewesen wäre, dann wäre dieser Nachdenkensprozess, ja, wenn wir die Marke nicht nehmen können, welche nehmen wir dann? Der wäre gar nicht angestoßen worden. Unter der Eigenmarke Lindy wurde es Lindenberg möglich, gleichzeitig von mehreren Lieferanten einzukaufen und somit eine breite Palette unterschiedlicher Produkte ins Sortiment aufzunehmen, was vorher bei Grätz nicht möglich gewesen wäre. Heute ist Lindy eine feste Größe im Elektronikmarkt. Durch fortwährende Weiterentwicklung wurde Lindy zu einem weltweiten Unternehmen mit Niederlassungen in England, Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich, China, Hongkong, Taiwan, Japan, Indonesien, Australien und Spanien. In England begann auch die bis heute anhaltende Partnerschaft zwischen Klaus Lindenberg und Gary Casey. Lindy England ist nach Deutschland der zweitgrößte Sitz des erfolgreichen Familienunternehmens. Wie Klaus Lindenbergs Söhne Jürgen und Peter hat auch Darren Casey die Firma seines Vaters längst übernommen. Darren Casey trat in die Fußstapfen seines Vaters Gary Casey und begann seine Karriere im Familienunternehmen 1992. Aufgrund seiner Marketingausbildung war Darrens erste Aufgabe, das Marketing und Branding des Unternehmens zu entwickeln. Im Jahr 1995 wurde er Geschäftsführer von Lindy UK. Now, when Lindy UK set up in England is probably the first most vivid memory that I have. This was a small building. We had a couple of offices
in a warehouse, and it was shared with another company. It was so small. I remember that we put out our first marketing newsletter, and it had a big picture of an articulated US lorry on the front saying, "Hey, Lindy has arrived." But I remember thinking, what we're marketing is a little bit different to the startup that we had, but that's marketing for you. I also have a distinct memory of the building that Lindy Germany moved into in 1987. I remember thinking this looked a little bit like a house with a warehouse attachment on it. Apart from it had the branding on the outside, the Lindy branding. Otherwise, it just looked like it looked a little bit out of place on an industrial estate for me. Eric Kidd owned Stylus Supplies, which made the record Stylize, and a customer of Eric was Klaus. And my father met Eric at a trade fair, and Eric also introduced my father to Klaus. That's where he met Eric, and at that same exhibition, Eric also introduced him to Klaus. My father became a customer, and he would sell the record Stylize at Josty and in Ben Williams, along with Klaus selling them at Lindy. Yeah, he was a hard-working, streetwise entrepreneur. I remember him working 7 days a week most of the time. He was traveling a lot, and traveling in those days was a little bit different. There was no mobile phones. The contact we had with him was quite infrequent, especially because of the cost of the hotel telephone costs. And I remember when he used to go to the Far East, he used to bring me some unique gift back. And I'd really look forward to it. You just couldn't get them anywhere else. It's very different these days. With globalization, wherever I go, everything is available the same. It was quite special. To become a businessman was to provide and support for his family. He was extremely driven when it came to family. Everything was about family and close friends. That was it. That was his main driving force. He wanted to look after his family and to give his family the best, especially because he started from very little himself. And I think that was the real driving force behind it, from nothing to what he can achieve and leave for his family. Initially, I think because they had similar ideas to sell high quality products in nice packaging and with great customer service, but also because they hit it off. They were friends. They were more than business colleagues. They'd met in the 70s and they'd really, they were going down a similar vein, obviously. And it just, the idea of repeating the success of the cables that were sold to Lindy in Germany in the UK made sense. So yeah, they went for it. Doch die Erfolgsgeschichte von Lindy währte zunächst nicht lange. Sie wurde überschattet von Schicksalsschlägen. Am 30.08.1977, ausgerechnet am Geburtstag von Klaus Lindenberg, geschah etwas, was ihn beinahe seine gesamte Existenz gekostet hätte. Im Unternehmensgebäude brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr benutzte Löschschaum, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Lindy brannte vollständig ab. Klaus Lindenberg stand wieder vor dem Nichts. Aber das war leider noch nicht alles. Nur 2 Monate später, im Oktober 1977, ging Josty in Konkurs. Ein schwerer Schlag für das Unternehmen, da der Wareneinkauf zum größten Teil von Josty abhängig war. In dem gleichen Jahr, in dem Josty pleite gegangen ist, ein paar Monate vorher, das war im Oktober 1977, und am 30. August 1977 ist die komplette Firma abgebrannt. Und damit innerhalb von 2 Monaten 2 Schicksalsschläge, die meine Eltern fast nicht verkraftet haben, also wirtschaftlich fast nicht verkraftet haben. Die Firma ist dann von
knapp 30 Mitarbeitern auf, nur noch eine Handvoll geschrumpft. Und erst mit dem Kabelgeschäft wieder gewachsen. Das einzige Mal war in meinem Leben, wo ich mich erinnern kann, dass ich meinen Vater gesehen habe, dass er geweint hat. Weil der stand einfach vor dem, also er hatte den Eindruck, er stand vor dem Nichts. Ja. Weil dazu auch noch kam, dass die Dachdeckerfirma hat sich dann leider herausgestellt, die waren nicht versichert. Ja. Das heißt, das kam dann zwar zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, aber die war im Prinzip sinnlos, weil da nichts zu holen war. Ja, es war ein heißer Augusttag und der Dachdecker sollte die Teerbahnen auf dem Dach erneuern, ne, das Dach isolieren und abschotten gegen Regen und alles mit. Und weil es so heiß war, waren die zu faul, den Teer im Hof zu erhitzen und dann über Leitern hoch aufs Dach zu tragen und da dann auszubringen. Sondern die haben den Teer, den nicht flüssigen Teer, weiß nicht in welcher Form, haben sie aufs Dach und haben dann den an Schweißbrenner gehalten, dass die Tropfen auf die Bahnen gehen, um die dann da zu verteilen. Aber die Tropfen sind nicht nur flüssig geworden, sondern haben sich entzündet, haben sich dann durch die Dachpappe gefressen und sind brennend in die darunterliegenden Büros gefallen. Gott sei Dank ist niemand was passiert. Letztendlich eine schmerzliche Erfahrung, aber die sich dann zu positiven gewandelt hat, weil das auch für mich persönlich, auch in meinem persönlichen Leben eine Erfahrung war, dass man, es scheint nicht jeden Tag die Sonne, ja, es ist nicht jeden Tag Weihnachten und man muss einfach sich den Schwierigkeiten stellen und wenn man den Willen dazu hat und auch, muss ich sagen, als Familie zusammenhält, dann kann man solche Schwierigkeiten auch überwinden. Und so ist es dann tatsächlich auch geschehen. Aber es ist halt so, wenn man nicht liefern kann, dann sagen die Kunden am Ende, ja, oh, es ist aber tragisch, was euch passiert ist, es ist schade. Aber ich kaufe mal so lange woanders, weil ich brauche ja Ware für meinen Laden. Und wenn der Kunde mal weg ist, dann ist er weg. Klaus Lindenberg brauchte Jahre, um an seine alten Erfolge wieder anzuknüpfen. In den frühen 80ern veränderte sich jedoch der Elektronikmarkt radikal. Videospiele und Computer tauchten plötzlich auf. Und Lindenberg und Casey hatten den richtigen Riecher. Sie stiegen in den Kabelmarkt ein. Der Markt ist quasi nach dem Weihnachtsgeschäft 1983 war plötzlich weg. Es gab keinen Bedarf mehr an diesen Videospielen, die so ein Kasten war. Da konnte man ja genau, das war genau ein Spiel. Und die hatten zwischen 100 und 150 Mark gekostet für den Endverbrauch. Also die waren auch relativ teuer, obwohl wir die containerweise verkauft haben. Aber es war plötzlich keinerlei Bedarf mehr da. Und damit fing eigentlich Lindy der Neuzeit an, denn der Erfolg mit den paar Kabeln und ein bisschen Zubehör. Wir fingen mit 10 Kabeln an. 10 verschiedene Kabel hatten wir. Der war so durchschlagend, dass die Firma nicht gewachsen, sondern explodiert ist. He brought some unique high quality products. He was the first to launch computer cables for Commodore 64, Sinclair ZX81, Dragon 32, some of the real early computers. He was the first to launch this. So yeah, some real unique products into a market that was just about to explode in Germany. The home PC market seemed to arrive in the UK earlier than on the continent. So I guess it was great timing, ready for things to kick off on the continent. Es war natürlich wie immer bei so Sachen ganz viel Glück dabei. Das richtige Produkt im richtigen Moment. Also wir sind genau auf die Heimcomputer-PC-Boom-Phase sind wir dann mit unseren Kabeln und anderem Zubehör
genau da reingekommen. My father was determined as a pioneer in this field, and he managed to convince Klaus and Jürgen to test these cables at the shore in Cologne. Initially, there was doubts. They had the doubts, weren't too sure. And they, I think my father managed to persuade him. And I believe initially there was only, say, 10 cables. So they even doubled up. So they put two of each. So it looked like there was a few more, and it was a bit more, looked a bit more impressive. But, you know, my father, it turned out to be right. It was a great success with departmental stores and supermarkets ordering in large quantities. And in the beginning, my father had a low profile in Lindy, UK. He was still supplying Lindy from his company, Josty. So he didn't want his other Josty customers to see that he was competing alongside them. So the very first newsletter, I remember, it was Jürgen and Klaus. There's no image of my father. He was kind of kept out of it. So he was an active member, but his image was kept away from it, just in case there was a conflict with his other customers. From my first days at Lindy, I would say I had confidence of the success. Just the opportunity that's there. We're a global organization. We're not the largest in our field. We're growing, we're forever learning, and the way that we operate together, it gives us some great advantages, certainly over some of the less global companies that we compete with in our domestic markets. We have huge advantages. Right up until the end, he'd come into the business and he'd maybe only be there a couple of hours, or he'd be checking on the finances. But even if I'd go around to his house and see him, he'd be checking up, have I got this mailing list? Have I got this? Have I done this? He had the time to think and then wait for me to arrive and feed me the ideas. So, I've got to thank him for that, really. Lindy wurde von einer Familiengeneration zur nächsten Generation und zur nächsten Generation weitergegeben. Diese Tradition war und ist der Schlüssel zum immerwährenden Erfolg des deutschen Unternehmens. Und auch jetzt wird die Geschäftsleitung von Lindy in die Hände der nächsten Generation der Lindenbergs weitergereicht. Laura Lindenberg, die Tochter von Jürgen Lindenberg, wird das Traditionsunternehmen weiterführen. Nach Kurt, Klaus, Jürgen und Peter Lindenberg wird sie die erste Frau an der Spitze sein. Diese ganzen Erinnerungen, ich bin hier groß geworden, ich bin in den Gängen von Lindy groß geworden und mit der Geschichte, den Produkten. Natürlich gehört da auch dazu, dass man sich dafür interessiert. Ja, ich habe immer eine große Affinität zu Technik gehabt, zu technischen Geräten. Ich wollte immer das Neueste haben als Kind. Habe da auch viele Interessen von meinem Vater geteilt oder teile sie immer noch. Und für mich war das klar, ich werde hier mal arbeiten. Und auch in meiner Jugend, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, okay, was macht man jetzt nach dem Abi, und jeder überlegt sich, was er denn jetzt studieren möchte, die Frage habe ich mir niemals gestellt, absolut zu keiner Sekunde. Für mich war nur klar, das, was ich mache nach der Schule, muss dafür passen, dass ich hier bei Lindy einsteigen kann. Also nach dem Abitur, muss ich ehrlich sagen, das ich ja hier in Mannheim gemacht habe, wusste ich erst gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Dann kam der Zivildienst dazu, da bin ich dann zur Johanniter Infohilfe gekommen und habe da, wie gesagt, meine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Bin dann 18 Monate lang Rettungswagen tätig gewesen, habe das dann danach noch ehrenamtlich, solange ich noch in Deutschland war, noch 2 Jahre weitergeführt. Und da ist dann der Wunsch entstanden, Arzt zu werden. Dann habe ich mich beworben und bin erst in Heidelberg, habe angefangen und wie gesagt, also der Wunsch war eigentlich, Arzt zu werden. Um weiterhin sozialversichert zu sein, habe ich mich bei meinem Vater angemeldet. Das ging damals für ein paar hundert Mark nominelle Gehalt. War ich offiziell bei ihm angestellt und dadurch eben krankenversichert. Und dann sind wir
bisschen in Europa rumgereist, aber das ging nicht lange, dann war ich wieder da. Und dann hat er gesagt, auch wenn du jetzt eh schon hier bist und wir haben gerade so viel zu tun, da kommen Container, die kannst du helfen auszuladen. Und dann helf mir doch für ein paar Wochen oder ein paar Monate noch und dann suchst du dir wieder bei einer Bank irgendwas. Wie man heute weiß, ist bei dem, dann helf mir halt mal ein bisschen, ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Es macht mich unglaublich stolz, dass ich die Zukunft sein darf. Ja, das muss man ja auch mal so formulieren, denn offensichtlich habe ich mich ja auch irgendwie bewiesen die letzten Jahre und gezeigt, was ich kann. Sonst wäre ich jetzt nicht hier an der Stelle, wo auch mein Onkel und mein Vater sagen würden, wir trauen dir das zu. Natürlich habe ich Respekt davor und ich nutze hier das Wort Respekt und nicht Angst, weil Angst habe ich nicht. Aber es gibt noch so wahnsinnig viel, was ich noch lernen muss. Also jeden Tag, wenn ich mit meinem Vater zusammen arbeite, denke ich mir, um Gottes Willen, ja, wie soll ich das denn alles mal alleine machen? Und diese ganze Verantwortung, was ich noch alles zu lernen habe. Und natürlich gibt es auch viele Bereiche, in denen ich Stärken habe, aber es gibt natürlich auch Bereiche, die mir nicht so liegen. Da bin ich auch ganz offen und es kann nicht jeder Bereich liegen. Und das alles mal zu verantworten, ja, davor habe ich schon Respekt. Wie wir es viele Jahre hatten, dass wir im Büro relativ eng beisammen waren und quasi wirklich auf Zuruf, das war kein Witz, Informationen gekriegt haben. Hast du das schon gemacht oder hast du davon schon gehört? Ja. Und das geht nicht mehr allein, ob der Mitarbeiterzahl und die sich ja dann über auch eine größere Bürofläche aus verteilen müssen. Und müssen die Strukturen eben viel besser organisiert werden. Die Zukunft von Lindy sehe ich, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht überorganisieren, aber dennoch immer gut organisieren. Ich sehe großes Wachstumspotenzial in China, wo wir mit viel Erfolg verkaufen auch. Ich sehe großes Wachstumspotenzial in den USA, wenn es uns da endlich mal gelingt, richtig Fuß zu fassen. Wobei wir jetzt einen Versuch unternehmen, der sehr vielversprechend aussieht. Wir müssen uns halt im Klaren darüber sein, wer wir sind und wo wir gut sind. Wir sind ein Kleinkramlieferant der IT-Industrie und das machen wir gut. Das muss auch unser Sockel bleiben, wobei wir durchaus mal auch andere Sachen machen können. Aber wir dürfen den Sockel nicht vergessen. Lindy would be a more well-known brand in more markets. There's still plenty of markets, some large markets, which we haven't really become established in. And I think there'd be more unique product offerings from us to separate us from the competitors, with the possible addition of, I guess, getting back into a bit more product development with our own future R&D office, developing those products that just have those little bit more uniqueness from our competitors, and hopefully bring the business our way. Vielmehr geht es, glaube ich, auch darum, was ich mir wünsche für die Zukunft, ja, weil momentan in der heutigen Zeit mit den aktuellen Geschehnissen, man weiß einfach nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, wir wissen auch nicht, wie die Technik sich weiterentwickelt. Wir wissen nicht, ob wir in 10 Jahren überhaupt noch Kabel brauchen, ob wir überhaupt die ganzen Produkte, die wir heute vertreiben, ob wir überhaupt noch benötigen. Vorstellen konkret tue ich mir aber, dass wir uns treu bleiben und dass wir das weiterführen, was wir die letzten 90 Jahre bewiesen haben, nämlich, dass wir wandelbar sind. Ich habe die auch schon gelesen und drüber nachgedacht. Ganz einfach. Meine Familie, meine Vergangenheit und meine Zukunft und meine Gegenwart. My whole working life here. I've put my life and soul into building a brand. And Lindy is it's a family legacy. A legacy that I, along with Jürgen, Peter and now Laura,
responsible for continuing. Lindy bedeutet für mich was, was mir zusammen mit meinem Bruder von unseren Eltern direkt und indirekt natürlich vom Großvater übergeben worden ist, mit der Aufgabe, das an die nächste Generation zu übergeben, in einem besseren Zustand, in einem, sagen wir mal, noch besseren Zustand, als wir es übernommen haben. Das, also dafür, das ist das, was Lindy für mich darstellt. Das Lindy, das heute da ist, im Wesentlichen mit meinem Vater und meinem Bruder und dem Darren Casey aufgebaut, in verschiedenen Phasen, weil die anderen zwei halt doch einiges jünger sind. Aber ich sehe auch meine Zeit jetzt so langsam zum Ende gehen. Irgendwann ist Schluss und dann muss man auch an die Jüngeren übergeben. Für mich war die Firma schon immer Familie. Für mich kam noch nie was anderes in Frage. Tatsächlich im Alter von 3-4 Jahren habe ich gesagt, ich werde Chefin von Lindy. Ich habe früher immer gesagt, ich werde Chefin von Lindy. Es gab nie etwas anderes, was ich werden wollte.